Revolution. Deutschland wurde nicht nur die Blüte seiner Jugend in einem sinnlosen Krieg hingemordet, ihm wurden überdies Brot und Butter in einem sinnlosen Frieden weggenommen. Die Ersparnisse des Landes gingen verloren, Grundbesitz wurde wertlos. Die Industrie war bankrott, der Arbeiter ohne Lohn. Es zog sich aus dem Sumpf, da erschütterte die Wirtschaftskrise die Welt. Deutschland ging es schlechter als anderen, weil es hoffnungslos verschuldet war. Adolf Hitler kam an die Macht, indem er die Welt einer Verschwörung beschuldigte, Deutschland wirtschaftlich auszuhungern. Die Industrie hatte Angst, die Landjunker hatten Angst, die Manager, Ingenieure und Ladenbesitzer hatten Angst. Und sie alle folgten einem Mann, der zuerst ein Witz, dann eine Plage und plötzlich ein Diktator war. Mit Recht wird darauf hingewiesen, dass die deutschen Arbeiter heute kein Streikrecht haben. Sie dürfen nicht nur nicht streiken, sie dürfen sich nicht organisieren oder Versammlungen abhalten. Die Gewerkschaften sind aufgelöst. Die Mehrheit dieser Arbeiter in den Zeiss-Werken stellt Mikroskope sowie Kameras und Optiken her. Wenn man mit ihnen spricht, so erfährt man, dass mehr als die Hälfte früher für die Sozialisten oder Kommunisten gestimmt hat. Heute gehen sie gar nicht mehr wählen. Sie machen, was man ihnen sagt. Sie können nicht für höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen streiken, denn das würde als Konterrevolution gewertet, als Verrat an der Regierung. In den USA bewundern viele die neue Stärke Nazi-Deutschlands und machen unverhohlen Werbung für das Dritte Reich. Vor allem in New York und Chicago stellen Freunde des neuen Deutschland schon seit Jahren ihre Sympathie für Hitler und seine vermeintlichen Errungenschaften ganz offen zur Schau. Seit 1936 organisieren sich nazifreundliche US-Bürger im Deutsch-Amerikanischen Bund. Hunderttausende sollen es sein, fürchtet man in Washington. Tatsächlich sind es zunächst etwa 5000, die sich uniformiert wie Hitlers SA in Bierhallen treffen. Der amerikanische Führer heißt Fritz Kuhn. Vor allem jüdische Organisationen protestieren gegen die offen antisemitischen Umtriebe. Veteranen des Ersten Weltkriegs fordern den Boykott in blutgetränkter deutscher Waren. Hitlers Motto sei die Hölle auf Erden und Hass gegen alle Menschen. Als einer der schärfsten Kritiker des Nationalsozialismus gilt der US-Botschafter in Berlin William Dodd, der seit 1933 mit seiner Familie in Deutschland lebt. Der Diplomat versorgt die amerikanische Presse mit Informationen über antisemitische Schauprozesse, die Zustände in den Konzentrationslagern und den aggressiven Charakter der deutschen Außenpolitik. Martha Dodd ist stolz auf diese unbeugsame Haltung. Viele Hitlergegner in den Vereinigten Staaten und in Deutschland fanden, dass mein Vater mit seiner ehrlichen und klaren Einschätzung der Situation in Konferenzen, Telegrammen und geheimen Berichten ein viel kritischeres und entschiedeneres Bild von Deutschland entwarf, als vielleicht ein anderer Mann, der die Zusammenhänge nicht so genau durchschaut und mangels historischen Wissens kein so klares Urteil gehabt hätte. Man war der Ansicht, dass seine Einschätzung der Situation mit dazu beitragen könnte, Amerika außenpolitisch eine entschiedenere Linie verfolgen zu lassen. William Dodd schreibt im Februar 1937 in sein Tagebuch: Vor einigen Wochen hat Dr. Schacht anlässlich seines 60. Geburtstages auf einer Feierstunde der Reichsbank eine lange Rede gehalten. Dr. Goebbels hat sie stark zensiert. Schacht hatte gesagt, dass die 11 Milliarden Staatsschulden zurückgezahlt werden müssen. Diese Aussage darf nicht gedruckt werden. Mit Sicherheit ist die Staatsverschuldung viermal so hoch, inklusive der 3 Milliarden, die Deutschland amerikanischen Banken und Aktienbesitzern schuldet.
Außerdem hatte Schacht gesagt, dass die Geldmenge der Mark seit 1933 um 50% gestiegen sei. Außerdem dürfe die Ersatzindustrie nicht mehr wachsen, denn die Kosten seien schon jetzt viermal so hoch wie der Preis von Importen. Von unserem Konsul in Frankfurt höre ich, dass die Regierung allen Juden, die Weltkriegsveteranen sind, verboten hat, Versammlungen abzuhalten. Die deutsche Regierung erhofft sich von Julian Bryan ein positives Bild ihrer Politik. Doch auch der auf den ersten Blick naive Dokumentarfilmer sucht hinter der Kulisse von Aufschwung und Begeisterung das wahre Gesicht des Dritten Reichs. Solche Schilder gibt es nicht nur entlang des Rheins, sondern überall in Deutschland. Juden sind hier unerwünscht. Weil ich als neugieriger Reporter beide Seiten hören will, habe ich mich mit diesen Bauern unterhalten und sie gefragt, warum es solche Schilder gibt und wer sie aufgestellt hat. Sie haben darüber gelacht, wollten aber damit nichts zu tun haben. Sie hätten sie nicht aufgestellt. Als ich nachfragte, gaben sie zu, sie würden sie auch nicht wegnehmen. Sie boten mir Traubensaft an. Dann fragte ich sie nach ihren Gefühlen. Die Antworten waren meistens recht interessant. In diesen kleinen Dörfern hat niemand je einen Juden kennengelernt. Jüdische Bauern gibt es nicht in dieser Gegend. Es gibt hier keinen erbitterten Hass, wie behauptet wird. Und Hass hat es hier gar keinen gegeben, bevor Hitler kam. Wie Julian Bryan sind im Sommer 1937 zahlreiche Touristen aus Europa und den USA in Deutschland unterwegs, um Land und Leute besser kennenzulernen. Auf dem Land sehen wir Kartoffelanbau. In den letzten zwei Jahren war die Ernte wegen des schlechten Wetters nicht besonders gut. So spielen diese Kartoffeln eine immer wichtigere Rolle im Leben der Deutschen. Leute, die von dort zurückkehren, erzählen entweder, dass es keine Probleme mit der Versorgung gibt, oder malen bewusst ein düsteres Bild von der Lage in Deutschland, weil sie die Nazis nicht leiden können. Sie erzählen, Millionen würden hungern. Die Wahrheit ist, dass immer mehr Lebensmittel rationiert sind. Sogar der Verkauf von Eiern wird geregelt. Man kann Milch, Sahne oder Butter kaufen, muss das aber in besonderen Geschäften tun. Die Bauern müssen ihre Kartoffeln, das Getreide oder die Wolle an spezielle Sammelstellen abliefern. Die Preise liegen fest und man kann nicht darüber verhandeln. Hier in Bayern sehen wir eine für diesen Teil des Landes typische römisch-katholische Stadt. Es mag Sie überraschen, dass in Süddeutschland in solchen Ortschaften mehr als 90% der Menschen Katholiken sind. Wir können sie sehen. Nicht alle befinden sich also in Konzentrationslagern. Man muss erst ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie mehr erzählen. Sie wollen nichts Falsches sagen und deshalb in Schwierigkeiten geraten. Auch der amerikanische Botschafter macht sich Sorgen um die letzte Bastion der Meinungsfreiheit in Deutschland. Die katholischen Priester und Bischöfe haben in ihren Kirchen in Deutschland eine Enzyklika des Papstes verlesen. Es ist eine Aufforderung an alle Katholiken, an ihrem Glauben festzuhalten, ein Protest gegen Hitlers Anstrengungen, die katholische Kirche zu zerstören und ein Appell für religiöse Freiheit. Die katholischen Führer fordern öffentlich im Namen des Papstes religiöse Freiheit. Kein Wort darüber in der Presse. Umso mehr berichten US-Zeitungen über den Kirchenkampf in Deutschland. Über Schauprozesse gegen Nonnen und Mönche wegen angeblicher, sittlicher oder finanzieller Verfehlungen.
Kirchenführer wie der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, weinen der Demokratie in Deutschland keine Träne nach. Doch sie wehren sich erbittert gegen die Bevormundung der Gläubigen. Vor allem die Indoktrinierung der Jugend durch nationalsozialistische Organisationen ist ihnen ein Dorn im Auge. So gerät schon eine einfache Firmung